Na, was geht ab, alles klar im BH? Willkommen zu Hogwarts Legacy. Meiner Meinung nach mit einem der besten Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Seit gestern ist es bei Steam spielbar. Und hierzu drei kleine Tipps und Tricks, die bestimmt schon jeder kennt, aber trotzdem Abwart. Kommen wir zu dem Revelio-Zauber. Die, die mich kennen, wissen, ich sammle Achievements und versuche die Spiele auf 100% zu bekommen. Und da kommt der Revelio-Zauber ins Spiel. Er zeigt euch in einem bestimmten Bereich so gut wie alles an, sei es Kisten, Motten, Schlösser, irgendwelche Gegenstände, die ihr reparieren müsst oder andere Sachen, was es da nicht noch alles gibt. Wichtig ist es, wenn ihr in einem bestimmten Bereich steht, hört ihr das Klingeln. Das heißt, ihr seid ganz in der Nähe einer Tagebuchseite und davon gibt es haufenweise, aber das meiste bekommt ihr sehr früh in der Story erklärt. Kommen wir zum nächsten Zauber, Akio. Wer kennt's nicht? Überall klingelt's, man sieht am Himmel ein Flugzeug, ein Pirat oder doch ein Bus. Nein, eine fliegende Tagebuchseite. Und zack, mit dem Akio Zauber habt ihr sie und seht dabei noch extrem stylisch aus. Oder was meint ihr? Den Zauber bekommt ihr natürlich auch relativ früh in der Story, also war keine Panik. Und der Zauber hilft euch wirklich extrem, gerade bei den Tagebuchseiten. Und wie gesagt, ihr seht wirklich cool aus dabei. So, kommen wir schon zum letzten Zauber, Lumos. Was würde man ohne ihn machen? Ich glaube, es ist der zweite Zauber, den man bekommt, wenn man mit Pick unterwegs ist. Pick mit G und ihr das, was ihr denkt. Den braucht ihr, um in dunklen Bereichen was sehen zu können oder um die Mottenbilder frei zu bekommen, wie ihr jetzt gerade im Hintergrund seht. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr euch auf die Suche nach den Motten begeben. Die sind meistens in demselben Raum wie das Bild. Ihr müsst durch keine Tür gehen oder in irgendwelche anderen Bereiche. Das ist meistens immer in demselben Bereich, wo das Bild ist. So ist zumindest meine Erfahrung. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es mir gerne in die Kommis, weil allzu weit bin ich auch noch nicht. Deswegen machen wir gerade dieses Tipps und Tricks Video, wenn wir gerade schon dabei sind. Und dann dürfte das eigentlich alles passen. Wenn ihr dann eine gefunden habt, nehmt den Revelio-Zauber, um sie zu aktivieren und dann auch den Lumos, um sie mit euch mitzunehmen. Steppt dann wieder zu dem Bild und beendet den Lumos-Zauber und siehe da, ihr habt wieder eine Tagebuchseite. Das ist auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Wenn alles klappt, wie ich mir das vorstelle, wird Hogwarts Legacy genauso aufgebaut sein wie Bloody Spell, wo ich Achievements erkläre. Zum größten Teil die schweren Achievements. Die kleinen Achievements, wie jetzt sammle Tagebuchseiten, erreiche dieses Level, mach die Mission. Das bearbeiten wir nebenbei in einem Video. Wenn wir jetzt ein großes Achievement bearbeiten, wie jetzt beispielsweise töte Voldemort oder geh zu Dumbledore, jetzt als Beispiel genommen. Erstmal, ja, dann sehen wir, wenn es soweit ist. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin. Ciao, ciao.